Josef und seine Brüder. Teil 7 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen. Jakob lebte mit seiner Familie in Israel, als eine große Hungersnot ausbrach. So schickte er seine Söhne nach Ägypten, denn er hatte gehört, dass es dort noch Nahrung zu kaufen gab. Sie brachen also auf, und als sie in Ägypten angekommen waren, sah ihr Bruder Josef sie. Dieser war inzwischen ein sehr mächtiger und angesehener Mann, weil er die Hungersnot vorhergesehen hatte und dafür vorsorgen konnte, dass Ägypten nicht hungern musste. Als Josef seine Brüder erkannte, sagte er zu einem seiner Angestellten, dass man sie festnehmen und zu ihm bringen sollte. Als sie bei Josef waren, erkannten sie ihn aber nicht. Er warf ihnen vor: "Ihr seid Spione und wollt unserem Land schaden?" Sie verteidigten sich und erzählten von der Hungersnot und von ihrem alten Vater Jakob. Ihren jüngsten Bruder Benjamin hatten sie zu Hause gelassen. Josef fragte, ob es auch alle Geschwister sind, und sie erzählten ihm von Benjamin. Da forderte sie Josef auf: "Okay, wenn ihr noch einmal nach Hause geht und den jüngsten Bruder mitbringt, will ich euch glauben, dass ihr keine Spione seid." Das taten sie. Jakob war gar nicht damit einverstanden, dass Benjamin mitgeht. Er liebte ihn sehr, weil er der Sohn seiner Frau Rahel war, die nicht mehr lebte. Und er hatte Angst, auch ihn noch zu verlieren. Doch es half nichts. Benjamin musste mit, weil es immer noch im ganzen Land nichts zu essen gab, nur in Ägypten. So kam Benjamin mit, und als sie ihm Josef vorzeigten, glaubte er ihnen und ließ ihre Säcke mit Getreide füllen. Heimlich befahl er aber dem Angestellten, der die Säcke befüllte: "Finde heraus, welcher der Säcke dem jüngsten Bruder gehört, und steck ihm zusätzlich noch meinen wertvollen, goldenen Becher mit hinein." Als die Geschwister am nächsten Tag nach Hause reisen wollten, wurden sie von der Polizei angehalten und durchsucht. Der Becher wurde in Benjamins Getreidesack gefunden. So mussten alle Geschwister erneut zu Josef und sich rechtfertigen. Josef machte ihnen einen Vorschlag: "Derjenige, bei dem der Becher gefunden wurde, ist ein Dieb und muss deswegen ins Gefängnis. Ihr anderen könnt gehen." Judah, einer der Brüder, bat Josef: "Bitte nicht. Lass mich für meinen Bruder ins Gefängnis gehen. Unser alter Vater würde es nicht ertragen, ihn zu verlieren." Josef musste sich die Tränen verdecken. "Das würdest du für deinen Bruder tun?" Dann konnte er es nicht mehr verheimlichen. "Brüder, ich bin es, euer Bruder Josef, den ihr verkauft habt." Die Brüder waren so überrascht, dass sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Da fuhr Josef fort: "Gott hat aus dem Bösen, was ihr mir angetan habt, Gutes gemacht, und ich habe euch vergeben." Dann umarmte Josef seine Brüder. Sie gingen zu Jakob zurück und berichteten ihm, dass Josef noch am Leben war. Jakob zog mit seiner ganzen Familie nach Ägypten, zu seinem Sohn Josef. Auch Josefs Brüder zogen mit nach Ägypten.